So, ja, sieht ein bisschen anders aus jetzt hier. witzigerweise bei dem Endlos-Let's Play, was heißt Endlos-Let's Play? Bei dem Let's Play, was ich aufgenommen haben wollte, bevor es ausgestrahlt wird, bin ich jetzt an das ungewöhnliche Problem geraten, dass mir fast die Folgen ausgehen. Es ist jetzt ein paar Monate her, ich habe hier alles Mögliche ein bisschen umgebaut. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ihr seid jetzt die Ersten, die quasi diesen neuen Umbau sehen. Ich meine, man sieht jetzt gerade keinen großen Unterschied, weil ich gute Arbeit geleistet habe, aber ihr werdet schon noch merken, dass das spätestens beim nächsten Livestream, denke ich, wird das alles. Ich habe jetzt hier mal den Greenscreen weggelassen, weil darum war mir gerade zu blöd, aber egal. Starten wir mal ins Spiel und das Ding ist. Ah, da ist es. Das Ding ist, dass ich schon weiter aufgenommen hatte, aber blöderweise den Ingame-Ton nicht mit hatte. Den habe ich jetzt dabei. Also muss ich jetzt den ganzen Kram, den ich in der letzten Aufnahme gemacht habe, die 3 Stunden, nochmal machen. Und deswegen war das Let's Play für mich gerade erstmal 2, 3 Monate pausiert. Von daher verzeiht mir mal, wenn ich jetzt nicht sofort alles drin habe. Wird schon noch irgendwie so. Wo habe ich jetzt hier die? Ah. Das da. Okay, dann los. Da da da. Badadam bam bam bam. Badadam bam bam bam. Badadam bam bam bam. Badadam bam bam bam. Badadam bam bam. Sie müssen sie synchronisieren, ne, vor jeder Aufnahme. Von daher, los geht's. So, da sind wir wieder. Und gehen erstmal in die Arena, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben, nehme ich an. Sind wir voll? Wir sind voll, okay. Hey du, wer ich? Genau. Ein Champ in Spe. Ich bin schon Champion, du Fröbel, du. Ein Trainer deines Kalibers braucht sicher keine Anweisungen, wie man mit Psycho-Pokémon umzugehen hat, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Viel Glück. Puh. Okay, wer will zuerst aufs Maul? Du willst zuerst aufs Maul. Hallo Oma, ich bin Captain Marvel. Auf die Fresse! Verdammt, ich habe vergessen, ihren Text vorzulesen. Oh, Medium Anastasia möchte kabbeln. Na, pass mal auf, dass ich Rasputin nicht hole. Und er schickt das Traumauto in den Kampf. Sie. Da fällt mir ein, ich wollte noch was machen. Scheiße. Nein. Oh Gott, ey. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie man steuert hier. Los, Kubino, das machst du. Tja, Traumauto. Ist nicht so mit Aussetzen, ne? Ich hatte jetzt erwartet, dass ihn das killt. Zumindest schreckt es zurück, das ist gut. Bam, 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 bam. Ja, Mann. Und ein Hypno. Nö, 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 lass mal. Okay, dich habe ich gerade sogar noch gesehen. Als ich nochmal kurz reingeguckt habe, was ich so als letztes gemacht habe. Beziehungsweise am Anfang der letzten Aufnahme, von der ich keinen Ton mehr hatte. Er fliegt empor! Und er geht down! Das Gute ist, ich habe sowieso ständig vergessen, die Arena-Kämpfe zu kommentieren, von daher kann ich das jetzt nachholen. Ach, Mano, ich dachte, das bringt mehr. Und Kubino geht down! Ja, okay, ist überlebt. Gut, 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 gut. Beiß. Die Attacke ist sehr impressiv. Medium Anastasia wurde besiegt. Stark! Viel zu stark! Ja, ich bin Toni Stark. Woher kommt deine Kraft? Aus Johto. So, wer von euch Pennern konnte doch gleich fliegen? Das war doch mal ein kleines Hälschen hier, ne?
Ja, genau, Indigo-Plateau ist eine gute Wahl. Flieg mal dahin. So, dann gehen wir da rein. Und der Typ mit seinem scheiß Abra ist weg. Warum? Okay, wie komme ich sonst zurück nach Johto? Könnte ich irgendwie da unten hin? Nee, ne? Ich könnte es durch Orania City versuchen. Dam, 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 badadam, bam, 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 badadam. Ich habe ein Fahrrad. Gut, dass ich das nicht vergessen habe. Okay, das hier ist total unnötig, wenn ich das mal anmerken darf. Das heißt, ihr legt nächsten Sonntag ab. Boah, ernsthaft? Wenn ich jetzt zurück will, muss ich durch die ganze scheiß Höhle durch, oder was? Ja, ich brauche eh noch irgendwie 70 Folgen, von daher, von denen wir 50 damit verbringen werden, diese verdammten Katzen zu fangen. Achso, ich kriege den Magnetzug irgendwie in Gang gesetzt. Dazu muss ich aber erstmal das Powerhouse da an, das Kraftwerk einschalten. Dazu müsste ich nach Azuria City. Darauf habe ich gerade keine Lust. Haben wir Tutz dabei? Wir haben keinen Tutz dabei. Ich würde das gerne nämlich vermeiden, jetzt hier ewig lange, du weißt schon. Willkommen, womit kann ich Ihnen dienen? Ja, hast du Tutz? Du hast Tutz. Gib mal Tutz. Keine Ahnung, 10 Stück oder so. 10 Tutz. Mach dann 7000. Mach doch, du Halsabschneider. Ja, lass mich in Ruhe. So, dann muss ich Lee tausch mal mit Arashizumi. Damit wir auch jemanden haben, der das Tutz-Zeug, ne? Damit das auch wirkt. Ne, wir gehen erst in die Höhle und dann geht er los. Okay, Tutz aktivieren! So, Lugion setzt Tutz ein, dann mal los. Wie komme ich denn hier raus? Okay, das war Umweg. Aber theoretisch raus müsste eigentlich kein Problem sein, oder? Ich gehe mal langsamer. Ich glaube sogar, wir sind schon fast draußen. Ja, Mann. Bis später, ihr Penner. Okay, das ist schneller, als ich erwartet habe. Aber es ist nichts Schlechtes. So, Route 27. Mein Tutz wirkt nicht mehr. What? What? Hier sind doch Trainer? Hm? Du bist gut, nicht wahr? What? Warum sind hier Trainer? Na egal, passiert in der Folge wenigstens was. Ass-Trainer Andro möchte kabbeln. Hallo Android. Der schickt Sandy, wir sind nicht am Strand, in den Kampf. Aber das ist kein Problem für Arashizumi, der macht einfach ein Glas dann da mal draus. Warte mal, die gibt's ja mittlerweile, ne? Kraftreserve! Sehr effektiv und das Ding ist, was, immer noch am Leben? Disqualifiziert? Palitzer? Mama Stauer hier, Sternschauer. Trifft immer. Ihr wisst, was das heißt, ne? Die ganzen Trainer hier müssen alle weg. Deine Fähigkeit versprechen gute Ergebnisse in der Pokémon-Liga. Ich spüre das.
Ein guter Trainer erkennt andere gute Trainer. Okay, warte mal. Habe ich nur dich vergessen, oder was? Du bist zwar nur ein Kind, aber man darf dich auch nicht unterschätzen. Nicht übel, mich zu schlagen. Dazu gehört schon was. Auch wenn es nur Dusel war. Ich mag dich. Kann ich deine Nummer haben? Okay, man muss also Frauen schlagen, damit sie einem die Nummer geben. Muss ich mir merken. Sparringpartner, ja, gib mal her. Ach, Bea, an dich erinnere ich mich. Ich erinnere mich an dich, weil ich musste mir jetzt erst gerade den Weg zur Siegesstraße ansehen. Beim Schneiden. Weil, boah. Seit ich die Kamera drin habe, muss ich mir das ganze Let's Play selber angucken. Welch grausame Strafe. So, gleich bin ich wieder in Neuborkia. Das habe ich gut gemacht, finde ich. Ja, ich möchte surfen. Nein, der Tetara! Ein wildes Tentacha. Los, Shizumi. Reserve es aus der Kraft. Oder so ähnlich. Ich überlege noch, ob ich den Monitor umdrehen sollte nach mehr dahin, wo er eigentlich hingehört. Aber dann ist das Licht auch wieder anders. Weiß ich noch nicht. Warum lebt das Viech noch? Hör auf, verwirrt zu sein. Du wirst doch nicht von einem Tentacher besiegen lassen. Albern. Aber ich weiß, was mein Fehler war. Kraftreserve ist vom Typ Pflanze und das Viech hat Gift. Haha, okay. Hallo Mutter, warum stehst du nicht mehr in der Küche? Wahrscheinlich, weil gerade Tag ist. Wir waren noch nie am Tage zu Hause. Das ist das erste Mal am Tag in Johto. Scheiße. So, Items ablegen. Top-Trank? Nee, warte mal. Na doch, oder? Warum habe ich so viel von dem Kran dabei? Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen paranoid war. In der Liga. So, dann würde ich gerne was mitnehmen. Und zwar nicht den Mondstein, nicht den Puder, sondern die Puppe. Schutztrank, super, bla bla. Was? Achso, Wutkeks. Schwarzbrot, Megablock, Eisheiler, Spital, Minz. Nein. Drachenhaut, meinetwegen. Was ist denn mit der roten Haut? Hatte Garados nicht irgendwie so eine rote Haut oder so dabei? Hast du das noch am Körper? Stadadatus? Zauberwasser. Okay. Der EP-Teiler ist hier nämlich in der Gegend. Den ich die ganze Zeit über haben wollte. Nur bin ich mir gerade nicht sicher. Gehen wir zum See des Zorns. Die Karpadore beißen wieder. Das ist sehr schön. Das Problem ist nur, habe ich hier ein Item vergessen oder habe ich das Ding verkauft, weil ich blöd bin? Aber ich habe eine Idee. Erstmal flüchtig. Dann mache ich den Beutel auf. Und dann erinnere ich mich, dass Generation 2 nicht Generation 1 ist. Basis-Items. Rote Haut, so viel dazu. So, und wo war jetzt der Typ, der da, ich glaube hier irgendwo. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob der hier war. Oder mehr so südlich. Okay, du bist der Attackenverlerner, du interessierst mich nicht. Lass mich in Ruhe. Ah!
hätte den Schutz nicht ablegen sollen. Du bist voll spannend. Na, immerhin bin ich keinem Golbert begegnet. Ich Idiot hatte damals ja vergessen, dass die Viecher auch zum Zubat-Counter zählen und hab mich dann gefreut. Ahahaha, ich muss nicht den Counter erhöhen. Dann saß ich da. Counter, 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 Counter. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Boah, Mistviecher, aber guck mal, das ganze scheiß Gras hier. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da im Ort geirrt habe und das auf einer anderen horizontalen, vertikalen, anderen vertikalen Route war. So, nicht auf Virus PC, sondern Lugis PC. Komm, mach hier hopp. Mitnehmen. So, den Topschutz nimmst du auch noch mit, dann gehen wir die jetzt hier alle am Stück, gehen wir die durch. Oh, ey. Aber hier in der Stadt war das keiner der Penner, ich glaube nicht. Ich kann noch mal kurz gucken, also da war, glaube ich, so eine Alte drin. Genau. Es war irgendwo ein Typ in einem Haus. Eventuell nicht auf der Route unter uns. Könnte auch sein, dass er nördlich von Neuborkia war. Warte mal, wir sind nördlich von Neuborkia, das ist so verwirrend. So, nimm mal den normalen Schutz. Den können wir erstmal verschwenden. Hier ist kein Haus. Hier vielleicht? Nö. Sieht auch nicht so aus, als wäre hier ein Haus. Der Schutz wirkt nicht mehr. Möchtest du noch einen Schutz einsetzen? Ja, bitte. Boah, Generation 2. Deswegen ist dein 4er Remake viel besser. Da gibt es so eine kleine Nervigkeiten nicht mehr. Ist denn Obstbaum? Ja, dann gib mir mal die Anti-Dingsbeere. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht mitnehmen? Ja, ja, du hast verloren. Das ist die richtige Sache, die du mitnehmen solltest. Okay, das hat mich jetzt nicht weitergebracht. Dann gehe ich nochmal zu Mr. Pokémon und guck, ob der was hat. Bevor ich nochmal die Route rauf und runter. Ey, sorry, ich habe gerade keinen Bock auf das ganze Getier hier. Ah, okay, warte mal, das Getier war hier. Mensch, wisst ihr noch, als wir hier Kubino eingefangen haben? Siehst du einen Super, dann denkst du, warte mal, damit kann ich Leute nerven. Das waren schöne Zeiten. So, du bist doch bestimmt interessiert. Diese Haut, was ist das? Ein rotes Garados? Ah, das ist sauselten. Ich muss es haben. Lugion, möchtest du es nicht tauschen, das Garados? Nö. Aber ich kann dir die Haut für den EP-Teiler geben. Ja. Yeah. Yay. Ja, das Leben ist schön. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Danke sehr, du Schwein. So, dann gib mir mal den EP-Teiler. Gib. Lieb. Hält aber schon Drachenzahn. Ja, 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 ja. Tausch einfach mal. Gut. Sehr schön. Da muss ich dieses ewige Hin- und Her-Geswoppe machen.
Jetzt muss ich nur noch wieder zurückkommen. Das heißt, ich muss hier einmal durch, bevor der Top-Schutz, Superschutz aufhört. Come on! Schutz wird nicht mehr. Ha! So, was habt ihr da von ihr komischen Viecher? So, Kubino, und jetzt bitte zurück nach Saphonia City.